So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Overwatch. Hey, wir sind auf dem Testserver, weil eigentlich wollte ich Orisa heute aufnehmen, aber die erscheint wahrscheinlich erst heute Abend, heute Nacht. Und das Video soll ja um 15 Uhr da sein, deswegen passt das nicht so ganz. Deswegen kommt ein Video nochmal. Also ich habe ja schon ein Video zu Orisa gemacht, aber ich wollte eine normale Runde mit Orisa mal spielen. Aber kommt dann halt die Tage irgendwann. Ja, wir werden Lucio uns heute angucken, weil der überarbeitet wurde. Übrigens, bei jedem Charakter steht jetzt hier so ein bisschen Lore unten rechts. Aber es ist weniger, als man erwartet hätte. Sie haben halt so geteased, ja, wir werden die Lore mit in die Charakterfenster packen, aber naja, ein Satz. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die Lore von dem Charakter unbedingt verbessert. Ach so, der ist Sprengstoff besessen. Junkert hätte ich nicht erwartet. Ah gut. Lucio wurde einiges geändert. Wir gehen einfach mal. Es gibt kein Quickplay auf dem PTR, was super merkwürdig ist. Deswegen müssen wir einfach hier in irgendeins reinjoinen. Wo sind denn, keine Ahnung, ein paar Leute drin? Hanamura, ich wäre gerne auf Eichenwalde. Dankeschön. So, gehen wir einfach mal hier drauf. Kann nicht anders spielen gerade hier. Aber ich will den neuen Lucio zeigen, weil der ist cool. Da sind auch ein paar Lucios. Sehr schön. Alle sind Lucio. Sehr schön. Ihr seht diesen Kreis. Man hat jetzt eine. Man sieht jetzt, wie groß die Reichweite von dem Heilungs- und Speedboost ist. Ist allerdings auch nur noch ein Drittel so groß wie früher. Also früher waren es 30 Meter, jetzt sind es 10 Meter. Dafür wurde die Heilung um 50% verstärkt. Und ich glaube, beim Speedboost wurde nichts selber geändert, aber Lucio hat einige Sachen, die den Speedboost viel cooler machen. Also eigentlich muss das Team wesentlich mehr zusammenhalten. Naja, feindlicher Lucio, du kriegst mich eh nicht tot, weil ich mich jetzt selber mehr heile. Also ein Lucio zu töten wird jetzt wesentlich schwerer, weil wenn er an Wänden entlang rutscht, wird er 30% schneller. Und wenn er abspringt, kriegt er nochmal einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Heißt, ja, es ist ziemlich lustig, was er so alles hinkriegt, wenn man die Sprungtaste richtig drückt. Beziehungsweise er kann allgemein sehr, sehr schnell werden. Hat sich noch irgendeine Kleinigkeit geändert? Achso, seine Projektile auf Linksklick sind ein bisschen schneller geworden, genau. Das ist ganz cool. Und ich glaube, das war... Achso, sein Rechtsklick wurde noch verbessert. Genau, Rechtsklick. Überleg die ganze Zeit. Irgendwas war doch noch. Der... Wenn ich jetzt nach oben ziele, schubse ich Leute auch mehr nach oben. Das wurde geändert. Klingt sehr cool auf jeden Fall im ersten Moment. Ob so cool ist, finden wir es heraus. Ja, man kann Leute schon sehr hoch schubsen jetzt. Das ist cool. Ich will gar nicht kämpfen. Ich will dich nur... Ganz hochschubsen. Schubst mich mal hoch. Okay, warte. Probier's nochmal. Ja. Komm, jetzt ist du auf mich. Das ist das neue Rechtsklick. Ist halt wesentlich cooler, weil ich oft Probleme hatte, dass die Leute einfach nur so am Boden geklebt sind, wenn ich sie geschubst habe. Und das freut mich so ein bisschen. Kann jetzt hier auch schön risky Stunts machen. Und gegen eine Scheißkante fahren und runterfallen. Aber hey, die Kreise liegen da. Ja, man sieht doch den Kreis jetzt als Team. Also, der ist noch visuell noch gar nicht fertig. Dieser Kreis, den man um Lucio sieht. Der wird noch überarbeitet. Hieß es, also visuell. Dass er ein bisschen hübscher aussieht. Und hey, wir haben genug Leute für ein Match. Ich spiel einfach mal Orisa. Wird bestimmt keiner. Und es wird bestimmt auch niemand Lucio nehmen. Aber hey, der neue Lucio ist auf jeden Fall sehr cool. Sobald der live ist, kann man den auch mal ausprobieren. Ich will ihn halt nur nicht in einer Umgebung spielen, wo 80 Lucios rumrennen. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Also für Lucio-Spieler ist es halt super cool, weil... Naja, er überlebt halt jetzt mehr und hat jetzt auch mal so mehr was Skill-basierendes. Okay, es wollen alle Lucios kommen. Ich bin ja kein Spielverderber. Zu viele gleiche Helden, keine Tanks. Aber ich habe es früher schon gehasst, einen Lucio zu töten, der halt unterwegs war. Oder wenn er um Wagen gerannt ist. Weil solche Momente, da wird ein Lucio oft nicht getroffen. Und also eigentlich ist es übel eklig, jetzt noch ekliger geworden, Lucio zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Na gut, warten wir es mal ab. Und da steht eine Hütte. In einer schönen Landstraße. Und da drüben ist Stuttgart. Hieß es, glaube ich, laut Overwatch-Lore. Wo es mal über die Map geredet wurde, dass das da hinten Stuttgart ist. Zukunfts-Stuttgart. Na, wir wohnen in Stuttgart. Das ist eure Stadt. Ihr wohnt neben Eichenwalde. Ach man, das wird einfach nur komplettes Chaos.
Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Alter, Mr. Miyagi. Willst du uns pranken? Nein. Nein, du musst Lucio machen. Okay. Kann man überhaupt den Punkt einnehmen, wenn 80 Lucios da rumrennen? Oh, die haben nicht nur Lucios. Wir haben eine Symmetra. Die Symmetra wird ihren Spaß haben. Hey, wenigstens kann man zielen üben als Lucio. Ich hab sie einfach immer weg. Wenn sie die, wenn sie meine Kollegen weglasern will. Als ob die schon den hat. Oh, schneller. Zu schnell für dich, Symmetra. Okay. Ich muss mich echt an die Schüsse gewöhnen. Ich kann aber nichts machen, weil sie nur weggeschubst wird. So, Schildgenerator weg. Irgendwie sah es bei mir gerade aus, als hätte Orisa nur auf den Boden geschossen. Schubst sie runter! Schubst sie, Lucius! Alter, ihr hättet sie einfach runterschubsen können. Wie weit die alle fliegen. Das beste Match aller Zeiten. Woo! Ich frag mich ja, wann die Leute ihre Ults bekommen. Oh, wir haben einen. Nein! Achso, die können ja noch Amped abmachen. Oh Gott. Ja! Wir haben Lucio getötet! Jetzt müssen wir nur. Jetzt müsste Symmetra gleich wieder da sein. Davor habe ich Angst. Ich schubse die einfach weg und nehme den Punkt ein. Oh, ich habe einen. Ah, jetzt sind die anderen wieder da. Haben die nur Orisa? Ja, haben sie. Wie kriegt sogar eine Orisa tot? Wieso sterben die so gut und wir überhaupt nicht? Ich hab auch. Ach man, das ist so schön bescheuert. Oh, guck mal, eine Diva. Ich versuch mal meine Ulti zu bekommen, indem ich aber nur auf sie baller. Leak. Das ist der Gebiet, ja. Oh, dann hat die gleich ihren Mech. Ja, wir haben sie! Wir haben Foxmaster besiegt. Oh, oh. Wir haben eine Orisa. Wo ist er? Da ist er. Schubst das Pferd weg! Alle Lucios verheilen sich. Jetzt verheilen. 5 Minuten später. Wir haben schon fast halb eingenommen. Bleib mal in dem. Oh. Noch eine Orisa. Geh mal raus aus deinem Schild. Wie wir die Orisas töten. Jawoll. Oh nein, Affe. Könnte der Affe was gegen so viele Lucios machen? Wir schubsen aber alle den Affen weg. Oh, more Monkey. Es war so zu erwarten, dass er seine Ult schon hat. Er kann sich ja jetzt immer mit seiner Ult voll heilen. Oh, wo ist er hingeflogen? Da. So. Counter. Probier's nur, Orisa. Probier's nur. Was machen wir hier eigentlich? Ja, hey, willkommen auf dem PTR-Server. Das ist das beste Video, was Tommy hier hochgeladen hat. Kann mit Orisa 10 Minuten. Nice. Ich bin ja fast schon im Nahkampf stärker, wenn es so weitergeht. Oh, der ist fast tot. Fuck. Hier ist so durcheinander. Da kann man sich ja nicht wirklich auf irgendwie. Okay, everybody.
Bestchen gemobbt. Ein Reaper wäre ganz gut, glaube ich. Weil die ganzen Kleinen, die so nah an einem dran sind. Auf die Idee kamen sie scheinbar nicht. Die gewinnen ja jetzt letztendlich, ne? Weil sie diese nie vom Punkt wegbekommen haben. Okay, ich probiere mal was. Ich vertraue einfach auf unser Team und hole mir jetzt Symmetra. Sollte machbar sein. Auch wenn ich als Symmetra überlebe. das wäre das beste Comeback der Welt. Schauen wir mal. Ich hatte eine Goldmedaille als Lucio. Ich war der Lucio König. Deswegen gucken wir mal. Okay, massiv ist ja nicht schlimm. Overtime forever. Nein, nein, ich beende das jetzt. So. Eins. Der muss weg. Der ist gefährlich. Ach Mann, warum... Der Hanzo, der macht zu viel Schaden, dann kann man uns töten. Die haben einen soliden Beat. Okay. Egal, wenn ich nochmal da bin. Ich schaff das. Dann mache ich Schildgenerator, da haben wir nochmal mehr Leben. Das wird... Ich rette den Tag. Das ist Zombies wichtige Quest, als Symmetra einfach alle wegzulasern. Warum haben die eine Symmetra? Oh, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ja. Irgendwas ist hier noch. Irgendwo. Genji? Ach, da. Danke. Ja. Ja. Symmetra Carry. Ja. Wir haben wieder 3 Minuten. Also Mitra ist halt das Beste gegen diese ganzen rutschenden, hüpfenden Dinger. Und Diva ist echt kein guter Counter gegen mich, muss ich gerade sagen. Selbst der solide Beat hilft dir da nicht viel. Mach mal hier überall die Dinger hin. Wenn der da runterkommt, wird er dann einfach nur gelasert. Jupp. Sehr schön. Hüpft doch rum, ihr kleinen Lucius. Ich krieg euch. Rennt so viel ihr wollt. So. Ich kann auch meinen Schildgenerator hier irgendwo verstecken. Am besten irgendwo da unten. Hier geht ja, glaube ich, nie jemand hin. So, stell einfach da rein. Ist mir egal. Wir schaffen das schon. Zombie muss wieder tryharden, um zu gewinnen. In dem Lucio-Match des Todes. Wo ist Luzi? Da ist Luzi. Hi, na? Ich frage mich, warum die feindliche Symmetra das nicht geschafft hat. Das ist doch der perfekte Moment für eine Symmetra, diese Runden. Wir nehmen die Runde einfach so, wie sie ist. Ich meine, was soll ich sonst heute machen? Eine normale Runde spielen? Hallo Genji. Tschüss Genji. Hallo Lucio. Tschüss Lucio. Oh, die haben Reini! Die Lucio schubsen ihn einfach runter. Ja, nächster Checkpoint. Hi Lucio, na? Rückwärts funktioniert das nicht so gut mit deinen Bewegungen. Aua. Ich versteck mal meinen Schildgenerator hier oben. Sollte theoretisch reichen. Nehmen den Bonfire hier. Oh, da ist ein Bonfire auf der Map. Hi. Na, Orisa. Was geht ab in Orisa Town? Wie viel Leben hast du? Verbraucht ja mein ganzes Magazin. Wo ist er? Da ist er. Über mir. Da kommt einer. Hi. Okay. So, kurz meinen Schildgenerator verteidigen. Und jetzt kommt der letzte Push. Bye, Orisa. Tschüss, Lucio. Wir haben gewonnen. Sieg. Okay, das war meine dümmste Runde Overwatch. Symmetra hat gewonnen. Die anderen auch noch GG. Das ist so doof gewesen. Aber Symmetra ist halt gegen sowas so gut.
Da muss ich mich nur an alles dranhängen. Ja, so spielt sich gegen Team aus Lucius. Alter, mich liked sogar einer. Eigentlich ist das so richtig kacke, was ich gemacht habe. Aber es wäre halt unendlich lange gegangen, wenn alle Lucius geblieben wären. Irgendwer musste es ja beenden. Ich habe euch nur befreit. Ich bin der Befreier der Lucius. Okay, gut. Wir sehen uns in ein paar Tagen bei einer weiteren Runde Overwatch. Dann spielen wir Orisa in einem normalen Runden vielleicht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen bei dieser interessanten Runde. Bis dann, euer Zümbelmann. Tschüss.